RC-Cast und Co. Traurige Nachricht, und zwar gibt es kein Video aus dem Urlaub. Aus folgendem Grund. Dieser Grund. Und dieser Grund. Ja. Wie das passiert ist. Ich stand da oben, also wir sind hier gerade im Dirtpark von dem Campingplatz. Also das ist hier ein richtig geiler Campingplatz in Südfrankreich, der einen eigenen Dirtpark hat. Der ist jetzt zwar nicht besonders krass groß und auch nicht besonders krasse Rampen, aber da oben stand ich halt und habe eigentlich Self-Writing gemacht. Das habe ich schon eigentlich ziemlich oft gerade eben gemacht und bin dann schon mal runtergelaufen, weil ich gesehen habe, nee, das langt doch nicht. Und plötzlich höre ich, dass es sich irgendwie anders da anhört. Dann habe ich abgebrochen und dann bin ich hingelaufen und habe gesehen, die zwei Räder hier stehen still und die zwei rollen einfach unendlich. Und ja, jetzt ist halt Folgendes passiert, dass die quasi genau an der Stelle, wo dieser Knick ist, also genau da bei einer ganzen quasi abgebrochen sind. Einmal die und einmal die. Er fährt jetzt noch, aber hat natürlich nicht mal die vollste Power. Man sieht hier auch, Moment, mein Handy kann eventuell etwas besser fokussieren, ja. Dass es komplett verdrillt ist, also haben die es wirklich einfach abgedreht. Self-Writing wird also nicht mehr benutzt ab sofort, außer es ist ganz, ganz, ganz dringend. Aber ich habe mir schon fast gedacht, dass die an der Stelle kaputt gehen werden, weil das sieht man hier bei denen auch. Die sind genauso verdreht schon, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, soll ich mir jetzt Stahl holen oder doch nochmal zwei Kunststoff, ich werde mal gucken nach den Preisen und so, aber ja, schade drum, ich habe den Mini Erevo auch noch dabei, aber mit dem macht es hier gar keinen Sinn, weil du hast prinzipiell eigentlich überhaupt gar keinen Grip. AB1 ist leider die Motormount schon krumm, das bedeutet, dass der eigentlich auch nicht mehr wirklich fährt, also wenn der jetzt noch voll fahrtüchtig wäre, dann würde ich sagen, machen wir mit dem AB1 hier ein Video. Aber ich will jetzt auch nicht den AB1 noch so krass bemühen und dann geht bei dem noch mehr kaputt, als jetzt schon kaputt ist. Habe ich jetzt auch keine Lust. Mit dem Mini Erevo macht es halt leider keinen Sinn. Ich meine, in einem Jahr werdet ihr dann hoffentlich ein Video sehen. Dann werde ich das direkt am Anfang vom Urlaub machen, weil jetzt, wir gehen schon, übermorgen gehen wir dann. Also wir sind jetzt schon 1,5 Wochen hier, aber wir werden jedes Jahr hier wieder herkommen oder ja, eigentlich schon. Das bedeutet, dass aus diesem Urlaub 2022 leider kein Video kommt, weil das mit einem halb kaputten AB1 und einem Mini Erevo, der dafür überhaupt nicht tauglich ist, das einfach keinen Sinn macht. Sorry, tut mir leid, aber wenn der Max jetzt keine Lust mehr hat, dann gehe ich jetzt nach Hause, schmeiß die Karre in die Karre und werde jetzt halt weinen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Also, ja, ist schade drum. Muss ich halt leider schon wieder was bestellen. Aber es ist halt so. Also, Moment. Er fährt noch so weit. Sledgehammer-Reifen sind außerdem sehr geile Reifen. Haben übelsten Grip. Man kann übelst die geilen Wheelies machen und alles. Aber wenn man halt so ein kaputtes Ding hat, dann macht es auch keinen Sinn. Ich würde somit sagen, wir machen dann, wenn ich zu Hause bin, ein Rebuild. Das werde ich euch auf dem Hauptkanal präsentieren. Achso, ich habe, glaube ich, eben RC-Cars und Co. gesagt. Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, wir sind gerade auf dem Live-Kanal. Oder mache ich es auf dem Hauptkanal? Ach komm, wir machen es einfach auf dem Hauptkanal, so zwischendurch. Also gut, da sind wir doch nicht auf dem Live-Kanal, also auf dem Hauptkanal. Ja, jedenfalls werdet ihr dann hier auf dem Hauptkanal ein Rebuild vom Max sehen. Ich habe noch ein paar Sachen zu Hause. Die Reifen habe ich halt jetzt schon mal drauf gemacht. Ist eigentlich auch schon der Anfang von dem Rebuild. Ich wollte halt die anderen Reifen jetzt dann für Speedrun und so lassen. Deshalb wollte ich die jetzt nicht weiter abfahren. Also gut, dann würde ich sagen, es ist einfach nur, es tut mir einfach so leid und es tut mir auch einfach so weh, dass ich jetzt einfach so dämlich war. Und vor allem, es ist halt morgen nochmal ein Tag. Eigentlich wäre ich mit Max schon nochmal echt gerne hier gefahren. Und vor allem am Strand hätte ich auch nochmal gefilmt, ein bisschen ein paar Sprünge durch so Hügel gemacht und keine Ahnung was. Aber nee,
Wenn der Max das nicht will, dann will er halt nicht und dann will er nicht. Mit RC-Shops gibt es hier eigentlich gar nichts in der Nähe. Das bedeutet, das kann man halt einfach vergessen. Muss ich dann, wenn ich wieder zu Hause bin, halt eben bestellen. Dann würde ich sagen, ich glaube, das war es jetzt mit dem Video. So ein trauriges Video aus dem Urlaub, aber ist halt einfach so. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen. Ich habe jetzt keinen schönen Urlaub mehr. Bis zum nächsten Mal bei RCKs und Co. Ciao, ciao. Ab ins Gebüsch und gute Nacht. Okay.